Frenkel frotzelt. Heute. Let's Play. Schiffssimulator. Die Seenotretter. Tag ihr Nasenbären, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play. Schiffssimulator, die Seenotretter. Es geht weiter, ich wünsche viel Spaß. Also. Katamaran Freedom zurück auf See. Juche. Ich fass es nicht. Die schon wieder? Die werden doch jetzt wohl nicht wieder einen Versuch starten. Hier ist Fuhrmann Söhnken. Verlassen Sie sofort UKW-Kanal 16. Ja, ist ja schon gut. Ich ahne Schreckliches von diesen Unbelehrbaren. Egal, die Svenja ist jetzt wichtiger. Ja, Svenja klingt auch viel geiler irgendwie. Svenja klingt irgendwie nach großen Brüsten. Moment, nochmal gucken. Ich muss die Svenja aufsuchen. Sie bumst. Nein, sie brennt und braucht dringend unsere Hilfe. Ich muss mich beeilen, bevor es zu spät ist. Das habe ich erledigt. Gut, alles klar. Also dann paddeln wir mal dahin. Und zwar, bisschen schneller. Und das, die anderen, das waren wieder diese blöden Jedi-Heinis. Ihr wisst Bescheid, wenn ihr Stammzuschauer seid. Bei den Seenotrettern hier. Die Seenotretter. Das klingt ja irgendwie auch so wie eine Weihnachtsserie. Eine ZDF-Weihnachtsserie. Gibt es, glaube ich, heute gar nicht mehr, ne? So. Entschuldigung. Das war der Kaffee. Ich muss jetzt wahrscheinlich spritzen, ey. Spritzen tue ich sowieso sau gerne. Das wisst ihr ja. Deswegen mache ich auch die... Oh, der Sturm. Der Sturm kommt auf. Seht ihr das? Blitze. Und ich eile wieder Blitz wie Flash. So. Mayday. Marvede, ich kann Sie sehen. Mayday. Bestätige. Haben Sichtkontakt. Oh, das sieht übel aus. Sie müssen uns helfen. Wir wissen nicht, wie lange wir die Svenja noch halten können. Bald wird das Feuer auf unsere Ladung übergreifen. Was haben Sie geladen? Gerste. Und unsere Kollegen im Wasser konnten wir immer noch nicht bergen. Okay, da müssen wir schnell reagieren. Oder es gibt Kornbranntwein zum Abendessen. Okay, ich weiß zwar nicht, was das Mayday immer bedeutet. Wahrscheinlich Vic Mayday Nights. Das war ein Witz übrigens, ja? Ihr braucht es mir nicht in die Kommentare schreiben, ihr Witzbolde. So. Pete, während du löscht, kümmere ich mich in der Varena um die Schiffbrüchigen da unten. Danke, Jasper. Ja, Jasper, mach mal. Ich spritze inzwischen die Svenja an. Das kann ich gut. Svenjas anspritzen, da bin ich echt richtig gut, glaube ich. Vielleicht sollte ich ein Stück weiter vorfahren, weil ich sehe ja gar nicht, wo es brennt. Ja, der Seegang macht sich hier gerade bemerkbar. Das finde ich ja fast schon cool. Jetzt bin ich zu weit weg, ne, oder? Ah, ich kann auch höher schießen. Spritzen. So, das Rote zeigt an, wenn es... Ich muss ein Stück wieder zurück. Das, ich bin zu weit weg. Ja, irgendwie... Habe ich es nicht so mit dem Zielwasser gerade. Komm zurück, weiter zurück. Gut angefangen, stark nachgelassen, ne? Ja komm, das wird ja wohl gehen hier. Was mache ich? Das ist schon mit der anderen Spritze, oder? Mit der ja? Ich bin keine zwei Spritzen gleichzeitig gewöhnt, Mensch. Ich lass mal die eine aus, oder? Ach, das geht gar nicht. Ach doch, natürlich geht das. Jetzt habe ich sie ausgeschaltet. Wir löschen jetzt erstmal die eine Seite. Und die Gerste muss man retten, weil ich glaube, mit Gerste kann man Bier machen. Das wäre ja schlimm, wenn dann quasi Bier wegen mir nicht gebraut werden kann. Hoppala, jetzt geht es aber ganz in die falsche Richtung. Das eine habe ich jetzt schon gelöscht, das eine Feuer. Ein bisschen höher. Ich habe witzigerweise irgendwo im Internet gelesen, offensichtlich von einem Entwickler des Spiels, dass der früher PC Action gelesen hat, die Zeitschrift, bei der ich Redakteur war. Und der hat da irgendwie geschrieben, Harald Frenkel, der Held meiner Jugend, ich will jetzt nicht übertreiben, aber irgendwie sowas hat er geschrieben, der Held meiner Jugend spielt die Seenotretter, unser Spiel oder so ähnlich. Und dann hat er auf ein Video verlinkt, das war sehr nett. Fand ich cool, Grüße an der Stelle, falls er guckt, bitte hinterlasse eine Botschaft, dass du das gehört hast. Ja komm jetzt, ich fahr mal noch ein Stück ran, glaube ich, ne? Man kann ja hier weiter steuern, während man löscht. Das ist ja das Coole. Ja, komm, das ist gut so. Jetzt geht's aus. Ja. So. Nochmal ein Stück weg, weil ich gerade nicht sehe, wo es hingeht. Jetzt können wir mal mit rechts nochmal spritzen. Da müssen wir da runter irgendwie weiter. Moment. Wie kann ich denn da weiter runter? So, Moment. Ne, wir fahren ein Stück zurück. Vor, meine ich. Aus meiner Sicht zurück. Und ein Stück nach rechts. Sag mal, kann das so schwer sein? Jetzt.
Da jetzt ungefähr. Jetzt habe ich es ungefähr. Seht ihr das? Rote das da? Ja? Und dann muss ich ja irgendwann noch die Leute rausholen. Wahrscheinlich müsste ich eigentlich erst die Menschen retten, oder? Kann das sein? Und dann das Feuer? So hieß es beim Feuerwehrspiel. Hat mir mal einer unter das Video geschrieben in den Kommentaren. Immer erst Menschen retten und dann Feuer löschen. Aber das ist mir egal. Ich mache das jetzt hier, weil jetzt bin ich eh gleich fertig. MRCC Bremen. Ich denke, wir haben den Brand unter Kontrolle. Aber wir werden uns wohl auch um Schiffbrüchige kümmern müssen. Verstanden, Mavide. Versorgt die Verletzten. Ich mache unterdessen klar, dass die Svenja auf Helgoland versorgt wird. Danke. Ach stimmt ja, der andere Heini ist ja rausgefahren, um die da zu holen, glaube ich. MRCC Bremen, Verena ist zurück auf der Mavide. Und der Brand ist auch gelöscht. Svenja, wie ist die Lage bei Ihnen? Stabil. Aber wir haben immer noch schwere Rauchentwicklung. Wir kümmern uns gerade um Ihre Männer. Melden Sie sich, wenn die Lage kritisch wird. Machen wir. Vielen Dank. Die Verletzten sind jetzt stabil. Aber die Lage auf der Svenja gefällt mir nicht. Seenotleitung Bremen? MRCC hört. Wir werden jetzt die Svenja eskortieren. Wir kühlen sie dabei ständig mit Löschwasser zur Sicherheit. Okay. So, dann mal ab an den Löschmonitor. Wie? Mayday! Svenja, wie ist die Lage? Mayday! Mittelprächtig. Das Feuer hat sich wieder ausgebreitet. Wir wissen nicht, ob wir das Schiff so für eine Überfahrt halten können. Keine Sorge, wir helfen Ihnen. Wir fahren gemeinsam Richtung Helgoland. Die Mavide wird ab jetzt ständig die Löschmonitore in Betrieb haben. Wir werden damit die Svenja immer wieder während der Überfahrt kühlen. Alle einverstanden? Bestätigt. Dein Wort in Gottes Ohr. Gut, dann Svenja, fahren Sie los. Ich muss jetzt aber nicht selber fahren, oder? Fahren und... Ach du Scheiße, muss ich fahren? Ihr spinnt doch. Fahren und kühlen gleichzeitig. Wie soll denn die überhaupt... Boah, das ist auch kacke, ey. Das ist ja seitenverkehrt jetzt. Wie mache ich das denn am besten? Rückwärts fahren? Das wird am schlausten sein, denke ich mal. Oh. Wie soll denn die brennen? Schaut euch mal den Wellengang an hier. Die kann gar nicht brennen im ganzen Kackwasser. Völliger Bullshit. Scheiße, die ist auch zu langsam rückwärts. Boah, ich muss wenden oder was? Was soll ich denn jetzt machen? Wie bleib ich denn da dran? Von der Seite vielleicht kann ich... Dreh dich rum, du blödes Mistschiff! Ich weiß nicht, was ich machen muss! Ah! Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da. Ich fahr jetzt mal so hinterher, vielleicht geht das, ja? Jetzt gib mal ein bisschen Gas! Also rückwärts, das klappt nicht. Was ist los, Mavide? Ja, wartet doch! Wir brennen hier! Helfen Sie uns! Ja, wartet Mayday, doch! Mayday! Scheiß Mayday! Wie soll ich das denn hinkriegen, ey? Das ist ja totales Chaos. Ja, jetzt bin ich wieder weggedreht. Die kann in Wirklichkeit gar nicht brennen. Das kann gar nicht sein hier, so ein Scheißdreck, so ein Blöder. Ist ja ein Albtraum. Da muss man spiegelverkehrt denken. Das klappt ja überhaupt nicht. Ja, dreh dich andersrum. Schlampe. Andersrum! Kacke, ich krieg's nicht auf die Reihe. Mein Gehirn kriegt das gerade nicht auf die Reihe, das Drehen und so. Das ist, ja, komm jetzt, löschen. Ah, das kann was werden. Das kann echt was werden hier. Geh aus, du blödes Mistfeuer! Komm, mach das andere auch noch an. Oh je, Mini! Jetzt fahr ich zu weit weg wieder. Drehen, 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 drehen und jetzt rückwärts fahren. Ranfahren, ranfahren, ranfahren. Halt, ich fahr vorwärts versehentlich. Moment, rückwärts, rückwärts! Oh Mann, ey. Kann mir jemand ein Lenkrad geben? Vielleicht geht's mit Lenkrad leichter. Habe ich's jetzt hier? Ich sehe kaum was. Ich sehe nichts vor lauter See hier. Näher ran, näher ran. Jetzt, 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 jetzt. So. Ich weiß nicht, ey. Das sind kilometerhohe Wellen, ja? Es regnet.
und das blöde Schiff brennt. Wie kann das denn sein? Blöde Kacke hier. Ist doch alles total unrealistisch. So, jetzt fährt's wieder weiter, ne? Scheiße. Wie kriege ich denn das jetzt hin? Hinterherfahren. Das ist ja wie LKW rückwärts einparken, nur schwieriger. Dreh! Wie lange soll ich das denn machen? Was ist los, Marvede? Ja, Klappe! Helfen Sie uns! Mayday. So, jetzt kommt der Kater rein. Mayday. Unser Kater, der Smart, hat jetzt die Tür aufgemacht. Das ist das Blöde, der kann die Tür aufmachen. Während ich aufnehme, ich weiß nicht, ob ihr gehört habt, wenn nicht, auch gut. So, jetzt wird wieder gelöscht. Am besten mache ich das wirklich so. Ich fahre einfach immer nur hinterher, lösche dann immer. Und dann fährt es ein Stück weiter, das verkackte Ding. Das ist die einzige Möglichkeit, die ich da gerade sehe. Mir wird echt langsam schlecht hier. Ich treffe aber auch jetzt gerade nicht richtig. Immer nur, wenn es gerade runter geht. Ah, jetzt hat la, hier da, pass auf, ich hab's im Griff! Geh aus, du Kackfeuer, du! So, jetzt haut's wieder ab, das Scheißding. Hinterher. Wo will denn das überhaupt hin? Kann das nicht bitte auf dem kürzesten Weg zurück zur Insel? Will das jetzt irgendwie noch eine Atlantiküberquerung machen oder was? Was für ein beschissener Blödel! Captain ist nah an Bord. Ich versuche dran zu bleiben, aber wie gesagt, die Geschwindigkeit kriege ich da nicht her. Aber es kann sich nur um Stunden handeln. Da sagt er noch, ey, macht euch keine Sorgen, wir kühlen dich, Svenja. Das ist wie... Nee, das sage ich jetzt lieber nicht. Das wäre nicht jugendfrei. Ich versuche mal ein bisschen weiter zu spritzen wieder. Wäre vielleicht nicht schlecht, ne? Wie weit geht das überhaupt? Oh Mann, ey. So, jetzt muss ich wieder nach rechts lenken, damit sich mein Schiff nach links dreht. Was ist los, Marvede? Was soll los sein, Mann? Du siehst doch, dass es Kacke ist! Ja, mach ich doch! Mayday! Mayday! Mayday, Mayday, Mayday! Da träume ich heute Nacht von, ey. Scheiß auf Mayday. So, komm. Treffen müssen wir vor Lachen, ne? Drehen. Drehen. Löschen. So, und jetzt gib Gas, Alter. Fahr weiter, komm. Puh. Schaut euch mal die Löcher da an, ey, wie das Ding da versinkt. Das kann mir kein Mensch erklären ordentlich, wie das brennen soll angeblich. Das kann gar nicht sein. So, jetzt dranbleiben. Das wäre schon eine feine Sache. Smart, bist du jetzt ruhig, ja? Nimm doch mal ein Beispiel an deinen Bruder Clever, der liegt oben auf dem Schreibtisch, ganz oben und pennt in aller Ruhe und du musst hier rumnölen. Jetzt kommt gleich wieder Mayday, Mayday. Pass auf, du Schlampe, ich tu mein Bestes, ja? Ich spritz so weit ich kann. Ah, so sieht's gut aus. Trotzdem frage ich mich, warum das nicht endlich direkt Kurs nimmt. Was ist los, Marvede? Wir verbrennen hier. Helfen Sie uns. Mayday, Mayday, Mayday. Jetzt pass mal auf, du blöde Schabracke. Dann spring ins Wasser, dann brennst auch nicht, ja? Kann doch nicht wahr sein, ey. Blöde Gemeckere da. Ich überlege gerade, wie gesagt, ob es besser wäre, nebenher zu fahren. Aber das habe ich einmal am Anfang probiert und das, ich weiß nicht, das lag mir nicht so. Und bis ich mich da wieder drehe, glaube ich, da kann das Ding auch absaugen. Deswegen riskiere ich das nicht. Da habe ich echt ein bisschen Schiss vor. Deswegen mache ich das jetzt hier mit der Rückwärtsfahrt. Guckt man ja mit Sicherheit auch irgendwann an. Sag mal, bin ich überhaupt schon ein bisschen näher an der Insel dran jetzt, oder? Scheiß Kack-Kaninchenfurz, verdammt nochmal, ey.
So, die Seenotretter machen für heute Feierabend. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Ich sag bye bye, ciao ciao.